Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute dachte ich mir mal, dass ich ein paar Facebook-Kommentare vorlese, weil ganz ehrlich, als YouTuber, ich bin ja YouTuber auch vom Beruf her, ich bin ja selbstständig damit, wird einem nie langweilig, denn selbst wenn einem langweilig werden sollte, man nimmt einfach das Handy oder geht an den PC oder nimmt sein iPad, wie auch immer, und schaut sich einfach Kommentare an, denn die unterhalten einen immer und immer wieder. Heute kommentiere ich allerdings keine YouTube-Kommentare, das wird noch geschehen. Ich will einfach mal sehen, was ihr alles so geschrieben habt und euch jetzt mal zeigen, was ich mir täglich antun muss. Was aber ziemlich unterhaltsam ist und ich habe mich schon längst daran gewöhnt. Ich bin schon seit mehreren Jahren YouTuber, deswegen ist es für mich irgendwie bei Beleidigungen oder sowas kein Herzzerbrechen mehr. Ich kann es gut aushalten. Zum einen wollte ich sagen, mein Internet kommt erst wieder am 17.11. an. Mein gutes Internet, weil ich hier umgezogen bin, aber dann auf jeden Fall sicher. Aber keine Sorge, Leute, auch wenn es eine längere Zeit dauert jetzt, bis es wieder da ist. Ich verspreche euch, dass dann die Danny Burnage Woche kommt und ich sehr, sehr viel hochladen werde. Weil ich lade ein Video wirklich 4 Stunden oder sowas hoch und es dauert wirklich sehr lange. Deswegen werde ich die Videos ein bisschen mehr schneiden und ein bisschen kürzer machen müssen in der Zeit. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Kommentaren lesen. Das erste Bild, was ich gerne kommentieren würde, und zwar ist es ein Bild, wo ich ein Mädchen bei mir zu Besuch hatte. Und ich habe sie dann aus Spaß mal, weil ich meine, ich mache, ne, einfach so aus Spaß, an die Beine gepackt. Und dann habe ich sie um meine Schulter geworfen. Und dann habe ich einfach so ein Bild gemacht. Dabei habe ich mir irgendwie nicht viel gedacht. Aber das ist natürlich die meisten auf den Arsch geguckt haben, war natürlich klar. Das Bild hat sensationelle 16.409 Likes und 1.166 Kommentare, die auf jeden Fall sehr niveauvoll sind. Auf jeden Fall, ja, wir sind alle mal happy. Glücklich! Zum einen muss ich sagen, ich liebe einfach diese Bilder, wo man irgendwie ein Bild im Hintergrund sein tut und dann irgendwie so ein Text hinschreibt. Das ist einfach so lustig. Hier zum Beispiel diese SpongeBob-Pilz. Trotzdem hast du den kleinsten mit einem SpongeBob. Es gibt auch wesentlich witzigere, aber ich muss immer lachen. So, Marvin schreibt, ich denke, Danny behandelt Frauen nicht gut. Auf jeden Fall hatte er das bei einigen Videos nicht. Also ich habe ja schon mehrere Videos gehabt mit Mädels, in letzter Zeit eher weniger. Ich weiß, ich kenne kein Video von mir, wo ich irgendwie Frauen schlecht behandelt hätte. Eigentlich habe ich sie immer richtig gut in den Videos behandelt. Sogar sehr gut. Ich glaube, er nimmt Drogen, ja. Glenn schreibt, Hashtag Pedo. Meistens, wenn man irgendwas postet und irgendwie die Leute sehen, dass man irgendwie ein Video oder sowas, ein Bild hochlädt, dann müssen die immer irgendwas hinschreiben und beim nächsten Mal werde ich einfach 10 nackte Männer neben mich stellen und dann will ich sehen, was für Kommentare dann kommen und dann gibt es wesentlich Schlimmeres. Ich verstehe nicht, was daran Pedo sein soll, wenn man ein Bild mit einem Mädchen macht. Das kann ich nicht ganz verstehen. Und das ist nicht das einzige Mal, dass es hier steht. Es wird noch öfter gezeigt. Keine Sorge, geht Lulle durch noch. Und dann, I just came to read comments. Bester Kommentar, den ich jemals gelesen habe. Jorel schreibt, sein Training ist einfach Frauen schleppen. Danny denkt, er ist ein Abschleppwagen. Was? Du glaubst es vielleicht nicht, aber ich bin ein Abschleppwagen. Okay, das war gar nicht witzig, denn in Wirklichkeit bin ich ein Abschleppwagen. Ich verstehe gar nicht, wieso es so viele Kommentare gibt, die über den Arsch handeln. Ich meine, ich wollte doch nur eine neue Trainingsmethode zeigen, wie man seine Beine trainieren kann. Sag es bitte nicht Farid, aber ich trainiere auch meine Beine. Anton fragt, sag mal, warum ist dein rechter Arm vom Umfang dicker? Es ist jetzt kein Witz, aber mein rechter Arm ist dicker als mein linker. Also es ist wirklich so, dass mein rechter Arm wirklich auch, ich schätze mal, auch ein bisschen muskulöser ist als mein linker. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht bin ich auch der Einzige auf der Welt, bei dem das so ist. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Ich habe mich noch nicht so informiert, so wirklich. Aber wenn, dann bin ich eine Mistgeburt. Nein, mal ehrlich, wenn es bei euch auch so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht fühle ich mich dann ein bisschen besser. Das ist der erste, dem das so wirklich aufgefallen ist, fällt mir gerade auf. Es ist noch nie Leuten aufgefallen, so wirklich. Guckt nicht auf meine Arme, Bitches. Fuzzy, der hat ihn geballert. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall richtig geballert. Er wurde richtig geballert. Also mehr geballert hätte man ihn nicht haben können. Markus fragt, abschlecken oder was? Klar. Das beste Bild ever. Er sitzt in der Party, wo viele, viele Frauen miteinander rummachen und zockt Cash of Clans. Würde ich auch machen. Nimm mal ehrlich, ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber es soll ziemlich gut sein und ziemlich süchtig machen und deswegen fange ich damit nicht an. Tobias Christian sagt und jeder weiß, dass er geheim schwul ist. Hahaha. Diese Logik dahinter. Ich poste ein Bild mit einem Mädchen und bin automatisch schwul. Tobias, du hast immer recht. They call me the chick magnet. Oh yeah, baby. Bestes Bild ever. Jonas sagt, geiler Arsch. Hat dir deine Mama nicht beigebracht, auf die inneren Werte zu achten? Meine Güte, beachtete bitte schon auf Ärsche. Vorsicht, sonst furzt sie dir noch ins Gesicht. Geht gar nicht, Frauen furzen nicht. Ich schwöre, einer soll den ficken.
Timo schreibt, diese ganzen kleinen Kinder, die hier schreiben, geile Arsch oder sowas, erhängt euch. Schafft euch eine eigene Freundin an ihr Opfer. Bah, seid ihr ekelhaft. Keine Sorge, Timo, dein Geld bekommst du später. Ist mein Bodyguard, den ich eingestellt habe. Enyo sagt, du trainierst Finger, in Klammern Fingern. Yasin sagt, Danny Burnage's größter Huso kann nicht mal Droge aussprechen. Da hast du auf jeden Fall recht. Gibt es eigentlich auch einen Moment, wo du mal nicht recht hast? Also jetzt mal nicht recht? Nee, ne? Du hast immer recht, oder? Auf jeden Fall. Du bist der Beste. Kommen wir zum nächsten Bild. Und zwar ist das ein Bild, wo man mich sieht, oberkörperfrei. Es ist quasi ein Muskelbild, weil ich ja ziemlich oft zum Fitness gehe. Das ist so meine Leidenschaft. Und da poste ich immer ein paar Bilder, weil ich einfach finde, wenn man für etwas hart arbeitet, sollte man das zeigen. Außerdem vertrete ich das Motto, dass nicht jeder Zocker ist fett und hässlich, sagen wir mal so. Deswegen, ich will auch zeigen, dass Zocker auch wenn sie Gamer sind und viel zu Hause sitzen und viel an der Konsole sitzen, trotzdem auch sich pflegen können, gut aussehen können und auch einen guten, quasi eine bestimmte Fitness haben können, auch wenn sie so lange zu Hause sitzen. Deswegen poste ich auch diese Bilder, aber natürlich auch um anzugeben. Und natürlich gibt es bei diesen Bildern immer richtig viele heftige Kommentare. Ich glaube, es gab nur eins, was wirklich so war, nice gemacht, Danny, oder sowas. Alkan sagt, ohne Filter sieht alles bestimmt ganz anders aus. Man muss sagen, mit Filter sehen Bilder immer besser aus. Einfach aus dem Grund, weil sie einfach dann besser aussehen. Wegen der Belichtung, die ist halt besser und so weiter und so fort. Natürlich muss man bei solchen Bildern auch sehen, dass man die richtige Belichtung hat, sodass die Muskeln quasi einen Schatten legen. Weil wenn es keine Belichtung gibt, gibt es auch keinen Schatten. Und man sieht weniger. Das ist einfach immer so. Auch wenn irgendwelche anderen Leute irgendwelche professionellen Bilder machen. Das Wichtigste ist die Belichtung. Und dazu kommt noch, dass manchmal, wenn ich ein Mädchenbild sehe bei irgendeinem Flirt irgendwas, wo man halt flirten kann, dann packen die immer extreme Filter drauf und da sieht wirklich jedes zweite Mädchen richtig gut aus. Und dann, wenn ich sie im Real Life treffe, sieht sie auf einmal doch nicht so gut aus, wie erwartet, einfach aus dem Grund, weil sie mit diesem Filter einfach so gut aussah, aber im Real Life nicht. Das ist wirklich krass, aber Vincent schreibt, ich habe ja nichts gegen ihn, aber Bilder in Unterhosen und mit rausgestreckter Zunge finde ich ganz schön billig. Okay, dann mache ich morgen gleich noch eins. Boah, diese Bilder, wenn man die ganze Zeit runterscrollen muss, die sind so lang, Mann. Wieso postet man sowas? Luke sagt, hässlich wie du halt bist. Danny Burnage. Ich liebe die Komplimente meiner Hater. Die sind einfach so toll. Kannst du mir bitte mehr davon machen? Lukas schreibt, ich mag dich, Danny, aber bitte pack deinen Pimmel und dein Ego ein. Wenn du mir eine Tasche zuschickst, gerne. Gut, ich will das Video nicht zu lange machen. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Das waren die Facebook-Kommentare für heute. Wir bekommen noch eine tolle mehr. Also viel, viel, viel mehr. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst eine Bewertung mit dem Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal, um nie wieder Videos zu verpassen. Vor allem, wenn die Danny Burnage-Woche hochkommt. Dann will ich euch nicht garantieren, dass eure Subbox noch überleben wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video bei den YouTube-Kommentaren wieder. Denn die sind noch wesentlich besser, ob man es glaubt oder nicht. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Haut rein. What the fuck? Ich sehe ganz hier im Schatten, dass hier irgendein Tier rumfliegt. Jetzt mal ohne Witz, ich hasse Insekten. Also ist gar nicht meine Stärke.